Die Kollegin Susanne Ferschel, Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, für die Einschränkung von Grund- und Freiheitsrechten braucht es einen triftigen Grund. Entfällt dieser, sind sie selbstverständlich wieder zu gewähren. Es ist also folgerichtig, für Geimpfte und Genesene einige Beschränkungen wieder zurückzunehmen. Und deswegen stimmen wir Ihrer Rechtsverordnung auch zu. Aber es ist Ihre Aufgabe als Bundesregierung, die Freiheitsrechte für alle Bürgerinnen und Bürger wiederherzustellen. Dieser permanente Jojo-Lockdown macht die Menschen mürbe. Brücken-Lockdown, Bundesnotbremse und heute nun die Ausnahmeverordnung. Alles im Hauruck-Verfahren. Und Kanzlerkandidat Laschet hofft wahrscheinlich immer noch auf schönes Wetter. Aber weder mit Hauruck-Verfahren noch mit dem Prinzip Hoffnung besiegt man eine Pandemie. Dafür braucht es einen Plan. Und ich will Ihnen drei Punkte nennen, die uns wichtig sind. Erstens, ein schnelles Impfangebot für alle. Hätten Sie, so wie von uns gefordert, die Patente freigegeben, wäre schon lange mehr Impfstoff zur Verfügung und wären deutlich mehr als die 8% bislang geimpft. Selbst die USA fordern mittlerweile die Freigabe der Patente. Besonders Menschen in zu kleinen Wohnungen, die jeden Tag in überfüllten Öffis zur Arbeit müssen und nicht im Homeoffice bleiben können, stecken sich häufig an. Die sind im Übrigen besonders stark von den Einschränkungen betroffen. Denn es macht einen Unterschied für eine vierköpfige Familie in einer Drei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon und Garten von einer Ausgangssperre betroffen zu sein, als in der Villa in Dahlem mit 1.300 Quadratmeter Grund. Nehmen Sie die Menschen in prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen in den Blick und machen Sie diesen ein schnelles Impfangebot. Der zweite Punkt. Werden Sie konsequent. Während Sie allen bis in die Wohnzimmer hinein Vorschriften machen, haben Sie bislang die Wirtschaft mit Glacé-Handschuhen angepackt. Es ist doch unglaublich, dass Amazon-Beschäftigten verboten wird, FFP2-Masken zu tragen. Nehmen Sie endlich die Unternehmen stärker in die Pflicht und bestrafen Verstöße beim Arbeitsschutz konsequent. Und der dritte und letzte Punkt. Wir brauchen eine andere politische Weichenstellung. Die Anfälligkeit für das Virus ist das Ergebnis einer Politik, die seit 3 Jahrzehnten betriebswirtschaftliche Kriterien anwendet und nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche auf Profit getrimmt hat. Die Konsequenz? Überfüllte Busse und Bahnen, Kinder, die nicht beschult werden können, Pflegekräfte, die am Limit sind und Gesundheitsämter, die völlig überlastet sind und so weiter und so weiter. Jetzt muss in die Bereiche investiert werden, die dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Statt Solidarität zu predigen, ist das die Solidarität, die Sie der Bevölkerung schulden. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Manuela Wattmann, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.